So, hey und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Mähroboter-Garage Teil 2. Teil 1 findest du direkt unter dem Video verlinkt. Heute möchte ich so ein bisschen auf die Platzierung drauf eingehen, wie wir das Ganze platziert haben, worauf du achten solltest, ein bisschen Kabel legen und so weiter und so fort. Und viele Kommentare gab es zu den Works Landroid M, die Platzierung, weil er so seitlich rausfährt. Da möchte ich euch auch ein, zwei Tipps geben, beziehungsweise ist das auch kein Hexenwerk. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Da steht sie, unsere Mähroboter-Garage. Falls du eine andere Garage suchst, beziehungsweise einen anderen Stil, unten in der Videobeschreibung werde ich dir noch ein anderes Video verlinken, da baue ich ein kleines Carport. Heute kümmern wir uns um die Platzierung der Mähroboter-Garage. Wie du sehen kannst, haben wir Natursteine verwendet und 4 Waschbetonplatten. Die Natursteine bekommst du im Baumarkt, Quadratmeter von 20 bis 30 Euro. Die paar, die da liegen, haben ungefähr 8 bis 10 Euro gekostet. Vorweg haben wir unsere Mähroboter-Garage hingestellt und ganz grob platziert. Und danach haben wir 4 Eckpunkte abgestochen und unsere Waschbetonplatten erstmal grob hingelegt, damit wir das Ganze ganz grob mit einem Spaten abstechen können. Im Anschluss nehmen wir das Ganze mit einem Spaten und einer Schaufel. Ja, Steffi war auch ganz, ganz fleißig dabei und danach begradigen wir das Ganze. Wichtig nochmal hier, alle Wurzeln zu entfernen. Ansonsten habt ihr ganz schnell Unkraut in der Hütte drinne. Danach könnt ihr auch die 4 Waschbetonplatten platzieren. Ganz simpel reingelegt und dann das Ganze mit einer Wasserwaage ausrichten. Und zur Hilfe habe ich dann einen Gummihammer genommen. Hier kommt es auch nicht so exakt jetzt drauf an, dass die richtig sitzen, aber einigermaßen sollte das Ganze schon plan liegen. Nachdem wir dann die Waschbetonplatten ausgerichtet haben, einfach hinlegen, ein bisschen Sand runterlegen und Stück für Stück anpassen. Notfalls stellt ihr euch dann zu zweit oder alleine drauf und dann passt das Ganze schon. Wie gesagt, das Ganze ist es keine Terrasse, sondern es soll einfach nur als Unterlage dienen für unser kleines Häuschen. Und der eine oder andere wird natürlich jetzt sagen, oh Gott, was denn das für hässliche Platten? Die habe ich vor 10 Jahren alle aus meinem Garten geschmissen. Leider gab es keine anderen mehr im Baumarkt. Also die wir haben wollten, gab es leider nicht mehr, passend zu den Natursteinen. Naja, muss man einfach nehmen, was man kriegen kann. Bei den Natursteinen sieht es natürlich schon wieder etwas anders aus. Diese haben wir uns vorweg erstmal zurechtgelegt und dann hat Steffi das Ganze ganz grob mit einer kleinen Gartenschaufel oder ja, Gartenschaufel kann man dazu sagen, das Ganze grob ausgestochen, Erde entnommen und das Ganze dann platziert. Auch wieder mit einem Gummihammer etwas festgeklopft und zwischen den einzelnen Fugen haben wir dann den Rasen, den wir entnommen haben, wieder reingesetzt. Danach haben wir das Haus platziert. Natürlich sollte das Ganze auch im Lot stehen. Und fertig ist im Grunde unsere Mähroboter-Garage. Ich hatte ja Anfang im zweiten Teil euch gezeigt gehabt, dass ich ein System drunter verbaut habe, dass ich die Höhe regulieren kann. So verschafft uns das Ganze nochmal ein bisschen Spielraum zu einem Platten, sprich das Häuschen gammelt mit der Zeit nicht weg. So sieht das Endergebnis aus. Und jetzt fällt euch bestimmt auch auf, dass der hintere Teil bzw. die Einfahrt kleiner ist als die Ausfahrt. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken, es hat damit zu tun, wie der Roboter rausfährt. Das ist nämlich nicht so einfach. Dieses Works Landroid Modell fährt nämlich seitlich raus. Ich habe ja das Häuschen so gebaut, dass wir das öffnen können. Das erfährt ihr alles im ersten Teil. Wie gesagt, das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und hier könnt ihr auch sehen, wie ich die Ladestation platziert habe. Die steht nämlich schräg in das Häuschen drinne. Und das ermöglicht uns dann, dass dieser Landroid dann geradeaus rausfahren kann. Sprich, der macht einen Satz nach hinten, dreht sich dann ungefähr um 40, 45 Grad und kann dann geradeaus rausfahren. Und deswegen haben wir auch die große Öffnung aus der Ausfahrt so gebaut, dass wir ein bisschen mehr Spiel haben. Wenn wir das Ganze ausgerichtet haben, das hat in der Regel so eine Stunde gedauert, also Steffi und ich waren wirklich kurz vorm Verzweifeln. Letztendlich hat es aber geklappt, haben wir uns die 4 Bohrpunkte markiert und das Ganze wird jetzt festgedübelt. Dazu nehme ich hier eine Schlagbohrmaschine, besser gesagt meine Hilti, bohre das Ganze vor und dann wird die Ladestation festgedübelt. Und somit verhindern wir auch ein Verrutschen und das war auch ein großer Punkt, warum wir uns dafür entschieden haben, 4
Platten bzw. Waschbetonplatten zu legen. Und das kleine Häuschen ist natürlich ein Blickfang im Garten und deshalb kommen wir nicht drum herum, Strom zu das Häuschen zu führen. Dafür habe ich mir ein Leerrohr besorgt und da haben wir dann die 10 Meter Zuleitung hindurchgeführt. Ein kleiner Tipp, nehmt euch einfach einen Garn, eine feste Schnur, wickelt ein Stück Styropor rum und dann zieht ihr das Ganze wie ein mit einem Staubsauger komplett durch ein Rohr durch. Und danach könnt ihr dann das Kabel mit Panzerband befestigen und durch das Leerrohr durchziehen. Ich muss sagen, das Ganze ging ziemlich gut und bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und das ist ein Tipp, der mir sehr, sehr geholfen hat. Und dann für alle diejenigen, die es ein bisschen verspielt mögen, ich habe jetzt hier nochmal ein kleines Gartenset angeschraubt und es gibt natürlich auch nochmal kleine Holzfenster, passend mit Klappläden. Die werde ich euch unten auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. So, der kleine Ruby ist platziert und jetzt kann er seine Arbeit verrichten. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Handwerker Daumen nach oben und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Und für denjenigen, der das Ganze etwas kleiner, filigraner haben möchte, es gibt noch ein Carport, was ich letztes Jahr gebaut habe. Das werde ich dir jetzt hier verlinken. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen oder Nachbauen. Bis dahin, euer Mr. Handwerk.